Neurologen haben neulich herausgefunden, dass das menschliche Gehirn den ersten Satz eines Vortrags gar nicht verarbeiten kann, ihr Penner. Hallo? Ich bin die Paula. Ich gehe hier zur Schule. Und ich komme aus Versehen. Man hat mich gefragt, ob ich hier heute auch einen Beitrag leisten kann. Ich kann immer nicht Nein sagen. Deswegen bin ich jetzt halt hier oben. Ich wollte erst über Depressionen reden. Viele werden sich jetzt fragen, warum. Ganz einfach, weil man sich an dem Thema so gut aufhängen kann. Wenn ich mich hier aber so umschaue, merke ich, dass das Thema von der Stimmung wohl doch nicht so gut hierher passt. Ich dachte immer, in der Schule hat man nichts zu lachen. Heute lachen aber doch alle. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es gerade habt. Für euch da unten hat die Leistungsgesellschaft ja gerade einen Moment Pause, während hier auf der Bühne ein erbarmungsloser Überlebenskampf tobt. Bei wem heute nicht gelacht wird, der muss halt dann 15 Punkte in Mathe schreiben, um noch was wert zu sein. Und wer das nicht schafft, auch schon egal. Aber in der Schule ist das so. Wir brauchen den Wettbewerb und wir brauchen die Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit ist wichtig. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Vergleichbarkeit ist wichtig. Wenn wir Vergleichbarkeit nicht hätten, dann würde das europaweite Bachelor-System ja gar keinen Sinn machen. Studenten finden den Witz hammergut. Aber hier hat sich wieder noch keiner über das spätere Studiensystem informiert. Naja. Die meisten kennen den Bachelor halt nur aus der Fernsehshow. Egal, da geht's ja auch ums Vergleichen. Und um Zickenkriege. Wir müssen mehr vergleichen, damit alle erkennen, dass die scheiße sind. Einer punktet, bis er beim nächsten Mal wieder unterpunktet. Das ist der Sinn von Wettbewerb, sich schlecht fühlen. Mehr Druck, mehr Angst vom nächsten Tag, mehr Albträume, an diesen Zielen sollten wir alle festhalten. Für ein menschenunwürdiges Scheiß-Schulsystem. Dafür muss das Tempo allerdings noch erhöht werden. Ich unterstütze daher den Vorschlag der FDP für ein Abi mit 15. Hier wäre es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, Englischtraining schon im Mutterleib einzuführen. Wer die Prüfung nach der Geburt nicht besteht, gleich zurück. Wir brauchen in unserer Schule noch mehr Bewertungen, mehr Prüfungen und mehr Fächer. Und ich wünsche mir mehr Fernsehtribunale, in denen die Seelen junger Menschen hingerichtet werden. Vor allem Millionen im Publikum erniedrigt werden von Heidi Klum. Das ist der Traum einer ganzen Generation.
Wir müssen den Wettbewerb jedenfalls zu Ende denken. Ich fordere daher ultimative Lebensabschlussnoten. Dann steht auf dem Grabstein auch alles, was man über einen wissen muss. Karl-Hans Mayer, 5-. Okay, wir singen jetzt ein Lied. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really understand. Ihr seid gut drauf.